vom Montag, dem 14. Mai. Herr Präsident, so wie wir ganz selbstverständlich Muslimen die Möglichkeit geben, und dafür treten wir auch ein, ihre Moschee bauen zu können und darin beten zu können als Teil der Religionsfreiheit, verlangen wir, dass die Christen ihre kleinen Kirchen in der Türkei auch bauen dürfen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir erleben gerade im Nahen und Mittleren Osten, wie Religion machtpolitisch instrumentalisiert wird und deswegen jede Religion, die diesem machtpolitischen Ziel nicht dient, wird eingeschränkt. Also wir haben eine ganze Reihe von Gründen, die leider uns zeigen, dass wir mit der Religionsfreiheit Probleme haben.